Ja, unsere große Veränderung kann endlich beginnen. Wir haben ja in einem unserer letzten Videos verraten, dass wir nach 2 Jahren Vanlife ein bisschen ja, Veränderung einfach brauchen. Und wir sind 125 Kilometer vom Ziel entfernt und sind richtig gespannt, was uns da erwartet. Ihr habt ja fast genauso wenig Ahnung wie wir. Wir haben nur einen kleinen Wissensvorsprung. Und um was es geht, das zeigen wir euch gleich. Wir später. Genau, jetzt. Jetzt fahren wir erstmal noch 125 Kilometer. Je, es regnet jetzt in Strömen. Ob das ein gutes Zeichen ist? Ich bin gespannt. Und du? Aufgeregt. Ich bin richtig aufgeregt. Wir haben euch bei Insta gefragt, was ihr vermutet, was es ist. Und es waren so Vorschläge dabei wie Kaffee, Familienbesuch, runder Geburtstag, Haus kaufen, Tiny House bauen. Also ihr seid ja, richtig kreativ, was eure Vorschläge angeht und wir sind auf jeden Fall total aufgeregt gerade und in 8 Minuten da. Ich glaube, wir gucken uns das erstmal so an und dann zeigen wir das. Ja, die Sonne scheint jetzt wieder und wir müssen jetzt erstmal das alles sacken lassen. Konnten euch da natürlich nicht mitnehmen, aber gebt uns noch mal 1-2 Tage und dann können wir euch berichten, was wir hier eigentlich in Deutschland vorhaben. Dafür sind wir über 2500 Kilometer in 5 Tagen gefahren. Okay, also wir müssen sagen, online sehen die Sachen teilweise echt anders aus, als wenn man dann wirklich dann vor Ort ist. Ist jetzt auch keine große Überraschung mehr. Natürlich, am besten ist es sowieso, sich etwas vor Ort anzuschauen, weil das Gefühl auch immer natürlich eine ganz große Rolle spielt, als nur auf Bildern etwas zu sehen. Ja, weil das Gefühl bei nicht Tinder, gestimmt hat. Wenn man ein Bild sieht von einem oder einer. Auf jeden Fall, ja, wir haben es einfach nicht gefühlt. Ne? Wir sind jetzt über 2500 Kilometer in 5 Tagen gefahren. Wir waren am 11. Mai in Lissabon und am 15. dann in der Wohnung. Ein richtig schönes altes Bauernhäuschen hat Melli da gefunden, mit großem Garten, großer Scheune, einem riesengroßen Hof. Ein 4-Seiten-Hof ist das. Und wir haben es online, wären wir fast schon direkt eingezogen. Haben schon alle haben Pläne wir eigentlich schon geschmiedet. Mündlich zugesagt, aber dann haben wir doch überlegt, dass wir doch uns das erstmal persönlich lieber anschauen wollen, bevor wir so einen großen Schritt gehen. Das war natürlich aus dem Gefühl auch raus, wo wir gerade so ein bisschen mit Vanlife auch. Ja, ist halt eng, ne? Gerade sehr eng war und wir uns schon so drauf gefreut haben, auf Veränderungen. Gedanklich haben wir schon alles eingerichtet. Eigentlich hatten wir auch schon mal erzählt, dass wir auf Tiny House Suche bzw. Grundstückssuche waren. Da waren wir auch sehr lange. Da hat sich aber auch in der Gegend, wo wir jetzt eigentlich hinziehen wollten, nichts ergeben. Kein Grundstück. Wir wollen eins pachten, wir wollen keins kaufen und dann Tiny House abzustellen. Da gab es viel zu wenig Möglichkeiten. Vor allem aus dem Ausland ist es schwierig, das alles zu organisieren, weil wir müssen dafür eigentlich vor Ort sein, um halt auch zu gucken, genau. Zu sprechen. Aber es ist trotzdem sehr schwierig. Es geht halt nicht von heute auf morgen. Und dann hatten wir gedacht, okay, dann vielleicht doch kein Tiny House. Ja, dann haben wir diese Wohnung gefunden, wäre irgendwie auch ein cooles Projekt gewesen, aber es steckt noch so, also da hätten wir so viel Arbeit reinstecken müssen in einer Mietwohnung, was uns nicht gehört. Und da haben wir überlegt, ach, das ist uns doch alles zu viel. Das ist einfach 2 Monate zu groß für uns gewesen. Wenn wir trotzdem auch noch verreisen möchten und eigentlich nicht 12 Monate am Stück dort wohnen möchten. Aber wenn ihr irgendwelche Ideen habt für Grundstücke, Mietwohnungen, die richtig, richtig toll sind, also wir wollen nicht in so eine, weiß ich nicht, in so eine Blockwohnung oder so, haben wir auch schon mal gewohnt, war schön in Mannheim mit so einem Altbau mit 20 Parteien, aber wir wollen jetzt mal ein bisschen was anderes mit Garten und so, ihr wisst, wie ein Hund. Falls ihr jemanden kennt oder Garten. Und das schön ist, dann ja, schreibt es gerne mal in die Kommentare, könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schreiben, dann freuen wir uns natürlich drüber. Denn wir suchen weiterhin, ja. Aber wenn sich nichts ergibt, dann werden wir auf jeden Fall noch weiterhin im Van wohnen. Und dazu kommen wir aber gleich, weil jetzt gibt es Rote Beete-Suppe von meiner Mama und dann erzählen wir euch, wie es hier auf dem Kanal weitergeht, weil wir haben uns natürlich super viel für die Wohnung überlegt und Content auch, aber das ist jetzt alles über den Haufen geworfen und jetzt müssen wir neu nachdenken. Aber am besten mit vollem Magen. Okay. Oder? Ja. Ja, oder? Ja, ja. Ja, ja. Machen wir, ne? Ja, ja. Okay. Gut, bis gleich. Ach so, das hier ist übrigens der Dachboden von meinen Eltern. Nicht von den Bauernhäuschen, da haben wir nämlich nicht gefilmt. Dann haben wir es probiert, geht nicht.
Matschniergo. Meine Damen. Okay, Mittagspause ist vorbei. Gab rote Beetesuppe. Weiß gar nicht, ob ihr das kennt, aber bei uns zu Hause gibt es immer richtig, richtig viele Suppen. So eine richtige Suppenkasper-Familie, kann man schon sagen. Oh ja, und jetzt wollten wir euch ja erzählen, was wir denn jetzt eigentlich planen. Melli ist gerade unten im Auto und packt die Sachen. Und für was ihr die packt, das erzählt sie euch gleich selber. Ich gehe jetzt nämlich mal runter und dann schauen wir mal, wie weit Melli ist. Auf zu Melli! Auf zu Melli rein! Hola! Hallo! Ay caramba! Ja, und für was hast du jetzt gepackt? Magst du es mal verraten? Ich fahre morgen nach Berlin für eine Woche zu meiner besten Freundin. Und dann geht's nochmal nach Wolfsburg. Und dann bin ich erstmal 2 Wochen weg. Das heißt, ich bin wieder 2 Wochen, ich werde hier alleine gelassen. 2 Wochen. Mit Nusa. Das ist schon hart, muss ich sagen. Ja. Melli hat ganz viel für mich vorgekocht, weil ich sonst nicht überlebensfähig bin. Ja. Und ansonsten, Wäsche ist auch gewaschen, so das ist 2 Wochen die lang. Oma Helga ist ja da, deswegen überlebt damit. Ohne Oma Helga würde ich auch nicht überleben. Ja, wir sind nämlich gerade hier bei meinen Eltern und sind hier gerade so ein bisschen untergekommen, sag ich mal. Wir schlafen natürlich die ganze Zeit im Van und haben hier auch unseren schönen Platz, wo wir, oder unsere Plätze, wo wir immer hinfahren können. Das ist ganz toll. Aber ja, eigentlich hatten wir gedacht, wir sind jetzt in der Wohnung. Ne? Genau, wir haben uns jetzt entschieden, das erstmal, also wir suchen immer wieder mal und gucken und ja, wenn was passt, dann nehmen wir auf jeden Fall eine Wohnung. Aber wir sind jetzt auch jetzt nicht traurig, wenn es jetzt halt dieses Jahr erstmal nicht klappt. Weil wir wollen ja eh trotzdem reisen. Wir sind jetzt auch noch mal im Sommer in Italien unterwegs und haben auch noch viel vor. Ja, wir fahren Anfang Juli nämlich nach Italien. Da sind wir so fast einen Monat unterwegs und treffen uns Ende Juli mit deiner Familie. Ne? Genau. Und machen da ein bisschen Urlaub zusammen. Also da freue ich mich auf jeden Fall auch drauf, wieder nach Italien zu fahren. Und dann haben wir gedacht, wenn wir jetzt keine Wohnung finden, dann ja, werden wir vielleicht auch mal das ein oder andere Mal öfter eine Airbnb-Wohnung beziehen. An unterschiedlichen Orten. Einfach, dass uns die Decke nicht cool auf den Kopf ist. Fällt. Ne? Weil wir haben halt gemerkt, in einem der letzten Videos habe ich euch ja oder gesagt, dass es Zeit ist für eine Veränderung, dass alles so eng ist und wir halt auch ein bisschen was anderes machen wollen. Und ich habe dann gemerkt, danach kamen auch nicht mehr viele Videos, weil ich auch nicht mehr wusste, was soll ich filmen. Und irgendwie war ich auch so ein bisschen, ja, nicht in einem kreativen Loch, aber so ein bisschen ja, gelangweilt von dem, was, ja, also nicht gelangweilt, aber wenn ich das lebe, fand ich es schön, aber wenn ich es filme, fand ich es so ein bisschen langweilig. Weil ich habe es ja irgendwie schon gefühlt immer wieder gemacht. Es kommt mir halt manchmal so vor, als würde ich immer das Gleiche zeigen. Für euch ist es aber halt immer trotzdem was anderes, weil ja, ihr halt nicht im Bus lebt, aber wir im Bus leben. Deswegen für uns wiederholen sich die Dinge, aber für euch ist es vielleicht trotzdem spannend. Also es wäre ganz schön, wenn ihr uns so ein bisschen Feedback geben könntet. Und ja, vielleicht habt ihr auch Ideen, was ihr euch von unserem Kanal halt erwartet. Weil es wird jetzt halt nicht durchlaufend Vanlife-Content geben. Aber wahrscheinlich mehr Reise-Content und ja, und wir werden uns vielleicht einfach irgendwie schöne Wohnungen über Airbnb suchen und dann vielleicht auch das Land bereisen, weil wir da vielleicht eine richtig geile Wohnung finden. Das ist auch cool, und ja. Und anstatt das Geld jetzt in, oder das Jahresgeld in eine Jahresmiete zu stecken, haben wir gesagt, gönnen wir uns einfach mal das ein oder andere Mal eine Wohnung an verschiedenen Orten. Ja. Vielleicht gibt es da richtig coole, außergewöhnliche Wohnungen, die wir mal testen können. Ja, vielleicht mal so einen Monat Dänemark und dann können wir da ein bisschen was machen. Vielleicht dann Tiny-Häuser oder Steinhäuser. Ja. Man kann ja mittlerweile richtig coole Sachen eingeben. Baumhäuser, keine Ahnung. Vielleicht kann man da ja auch richtig testen. Coole Sachen auf jeden Fall, die es da so geben könnte. Wir haben halt gerade so überlegt, dass wir natürlich jetzt auch ein bisschen Zeit mit der Familie verbringen wollen. Deswegen werden wir wahrscheinlich so eine Woche hier sein, dann wieder eine Woche weg, dann wieder eine Woche in Wolfsburg sein und wieder eine Woche weg. Aber ja, es ist halt auf jeden Fall ganz viel Arbeit, die ja da so vor uns liegt und wir haben da richtig Lust drauf, nur wir wissen halt noch nicht, wo wir halt zuerst jetzt anfangen. Ne? Naja, und wenn sich eine Tür schließt, dann öffnen sich 2 und dann kommen neue Ideen, aber vielleicht habt ihr auch coole Ideen für uns. Genau, da sind wir ganz gespannt, was, ja, weil ihr seht uns ja ein bisschen anders, wie wir uns sehen und deswegen wäre ich mal froh über ein paar Zeilen, wenn ihr die einfach, wenn ihr Zeit habt, dann tippt doch einfach mal gerne was runter. Und da freue ich mich über eure Kommentare, oder wir freuen uns da ganz doll über eure Kommentare. Und ja, ich helfe Melli jetzt mal hier zurechtzupacken, damit sie bis morgen früh fertig ist. Und dann gehen wir duschen, machen uns schick, denn wir haben heute Abend Date Night. Mm. Den ersten Abend gemeinsam, seitdem wir eigentlich Nüsse haben. Seit 7 Monaten waren wir keinen Abend mehr zu zweit. So richtig, ohne halt. Wir hatten, einmal waren wir essen, aber dann macht man immer schnell, weil man halt schnell zurück will.
Aber jetzt ist Musa bei Davids Eltern und Omi gut aufgehoben. Die fühlt sich sehr wohl. Und dann können wir einfach mal auch ohne immer daran zu denken, dass wir schnell zu unserer Musa müssen, heute mal langsam essen und trinken. Genau, den Abend einfach für uns genießen. Genau. Und in diesem Sinne, immer so Laber-Videos sind immer so ein bisschen, passiert nicht viel. Ich habe keine B-Rolls, weil ich habe keine B-Rolls. Also das Video ist jetzt eh schon viel zu spät dran. Und deswegen sage ich mal, Howdy Gaudi. Tschüss, bis demnächst. Ich freue mich, wenn ihr einschaltet. Freust du dich? Ja. Also wir freuen uns. Ne? Und dann schauen wir mal, was nächste Woche so los ist. Ne? Bis dann. Tschüssi. Tschüss. Bye bye. Ciao.